Dürfen nicht vergessen. Und Corona ist ja nicht vorbei. Und die Mutation, das mutierte Virus kann noch stark eingreifen. Wir werden im Zweifelsfall auch längere Maßnahmen treffen müssen. Ich bin nicht überzeugt, dass am 14. alles aufgehoben wird. Ich finde nicht, dass es die Zeit für große Lockerungen ist. Jetzt ist ja so, man kann impfen ab 12. Viele nutzen es sehr. Es wäre an sich auch sehr sinnvoll. Jetzt kommt ein neuer Impfstoff für Jüngere. Wir sagen auch den Impfzentren, sie sollen Impfstraßen für Kinder ab 5 einrichten. Da muss man aber nochmal schauen, wann der jetzt genau zugelassen wird. Generell wäre es natürlich gut, wenn die Impfpflicht zumindest bei denen der Impfstoff schon erprobt ist, ab 12 auch stattfinden würde. Weil das würde nämlich erstens schnell gehen von der Impfung und zweitens die Schule absolut sicher machen und würde übrigens dazu führen, dass nicht nur die Klavierstunde, sondern auch der Tennisplatz für die Jugendlichen ohne Probleme schnell machbar ist. Also Freedom Day ist eine solch absurde Begrifflichkeit. Der Freedom Day von Corona geht praktisch alle, die sich impfen lassen könnten, geimpft sind. Selber für sich entscheiden, will er seine Rechte wieder dauerhaft zurück, will er an allem teilnehmen, will er ein ganz normales Leben führen oder muss er damit rechnen, dass er ständig die Endlosschleife aller strengen Corona-Maßnahmen hat, weil er nicht geimpft ist. Jeder entscheidet selbst und es ist ganz klar, dass es Auffrischungsimpfung geben wird. Und es muss auch jedem klar sein, dass das Impfen keine einmalige Angelegenheit ist. Wir werden es die nächsten Jahre immer wieder brauchen. Aber ich sage es noch einmal, was ist das für eine soziale und leichte freiheitliche Idee mit ab und zu einem kleinen Pieks zweimal? Und dann eine Auffrischungsimpfung einmal vielleicht im Jahr dann noch. So viele Freiheit wieder zurückzuhaben. Meine Damen und Herren, Sie hört den Södolf aus dem Jahr 2021. Der bayerische brachiale Ministerpräsident, der es sogar fast bis zur Bundeskanzlerwahl geschafft hat. 2021, als die Inzidenzzahl noch weitaus geringer war als Stand jetzt. Da hieß es von Söder noch, pieksen, pieksen, pieksen. Und wer sich nicht pieksen lässt, der ist unsolidarisch. Der wird ausgegrenzt. Ja, wo kommen wir denn dahin? Das ist doch eine Wohltat für die Allgemeinheit, wenn man sich pieksen lässt. Und jetzt? Ist der Shitstorm in der Bevölkerung zu groß geworden oder ist Söder nur ein Fähnlein im Winde? Der gleiche, der im November 2021 eine allgemeine Piekspflicht für notwendig empfunden hat und der bis Anfang Januar 2022 beim Thema Piekspflicht gedrängt hat, der schwankt jetzt um? Auf einmal ist doch nicht mehr alles so schlimm? Erleben wir etwa das gleiche Prozedere wie im Jahr 2021? Über den Sommer vergessen wir alles, um dann im Herbst wieder zu warnen? Das Problem ist, die Menschen vergessen, denn die Medien verschweigen. Und schon ist die ideologische Gesinnung von diesem brachialen Söder vergessen. Und vielleicht entpuppt es sich für manche sogar als Deutschlands Hoffnung. Unfassbar.